Sie kennt und waren da eben war doch gerade. Ja, guck mal, Casio. Casio-Computer. Ganze Taschenrechner, paar Billiguhren. Und sobald ich mir den laufen. Kurs angucke, sieht er aus wie Mitsubishi. Pass auf. Max-Chart? Oh. Oh. Unspektakulär. Sieht aus wie ein Reed. Was machen die denn noch, Casio? Ich kenne die wirklich nur als Taschenrechner und diese komischen Casio-Uhren. Ansonsten Uhren, ja. Wusste ich jetzt nicht, was Uhren? Die noch machen. Wissenschaftliche Taschenrechner. Weitere Produkte. G-Shock. Krass. Das Ding ist halt überragend. Ich werde damit hast du dich in den 80ern wie der ultimative Baller gefühlt. Nein, schon der Name. Data Bank. Vor allem, was zur Hölle mache ich damit, ja? Ey, hier steht ja, Armbanduhr mit Telefonnummernspeicher und Terminplaner. Das war quasi die erste Apple Watch. Der Hammer, ey. Na, von wann ist denn das Ding? Sehr geil, ey. 1983 werden die... Achso, warte mal. Nee, das ist... Doch, hier, guck mal, rechts, ja, siehst du es doch, ganz 1983. Rechts. 1983. Mich. Alter, was kostet so ein Ding auf eBay? Das will ich haben, also. Ey. Data Bank. Das ist halt die ultimative Retro-Uhr. Das ist ja viel zu hart. Ja, okay, gut, das sind die neuen. Ja, 30 Euro. Kann man sich mal kaufen, ne? So als Accessory. Eine Uhr mit Taschenrechner, unfassbar. Nee, aber halt eine mit so einem riesen Ziffernblock. Das ist halt so unfassbar douchey, das ist schon wieder geil. Warte mal kurz, ich trage mir mal kurz einen Termin ein. Hammer. Boah, Alter, was für Bricks, das ist viel zu hart. Also, alle reden immer über die Nokias, die durchs iPhone unter die Räder gekommen sind, ne? Was mit dem Ding passiert ist. Was mit Casio? Casio Data Bank. Alt, oh, guck mal hier, in Gülden. Ja, ja, ja. Reverse und Forward für deinen Bluetooth-Speaker, was? Den Vinyl. Schönes Ding. Bluetooth für Vinyl. BPM runterstellen, ne? Krass. Okay, ja, nee, Casio. Auch nicht schlecht. Rico, ja, die haben so. CD-Brenner, glaube ich, immer gemacht, ne? Rico sagt mir auch irgendwas, ja. Rico sagt mir jetzt nichts. Ich glaube, von Rico hatten so. Also man kann ja schon fast sagen, dass die japanische Technologiewerte eher so Old-Economy-Technologiewerte sind. Tatsächlich, ja. Das ist nicht so der Wachstumsmarkt. Also Kameras hier. Kameras, genau. Weird. 3D-Drucker, Faxsysteme, ja, ist auf jeden Fall ein Megatrend. Ey. Faxsysteme, hab gehört, das soll kommen in den nächsten Jahren. Ja, da geht mal. Die im Bundestag haben es jetzt abgeschafft, also dementsprechend kann man auf die zweite Welle hoffen. Fuck, jemand hat hier die Sortierung gekillt. So, da war mal. Elektronik. Hitachi, Hitachi, was war nochmal Hitachi? Ist nicht Tamagotchi, was ist Hitachi? So VHS-Kassetten und so ein Scheiß. Auch so Boxen und Anlagen und so. Inspire the Next. Ist jetzt nicht sehr vielsagend hier. Bauwesen? Was seid denn ihr? Ich mache ja alles. Haushalt, Medizin. Okay. Boah, kommt so ein Typ in so einer Ghillie-Suit. Was sind denn das für Leute? Was ist denn das für ein Werbespot? Wollen die damit ausdrücken, dass sie einfach alles machen? Von Krieg bis... Ja. Klopapier. Wir sind bei allem mit dabei. Super strange. Okay, Interesse verloren. Na, obwohl, also so gesehen für also eigentlich ist das ziemlich interessant, wenn die überall mit dabei sind. Ja. Aktienkurs-Check. Ja, das ist ja immer so ein Für und Wider, ne? Mhm. Wenn du bei allem mit dabei bist. Also ja. Du hast ja natürlich Schwierigkeiten, wirklich mal große Sprünge zu machen. Andererseits bist du natürlich auch innerhalb des Unternehmens breit diversifiziert. Also ich bin da auch, also ich mag sowas eigentlich schon auch, aber... Ja, also bei Reliance Industries bin ich großer Fan. Auf Platz 230 der größten Unternehmen der Welt, Hitachi. Oh, wow. 31,8 Milliarden Dollar. 335.000 Mitarbeiter. Also, müsste man eigentlich kennen, ne? Kann man sich mal mit auseinandersetzen, ne? Ja, wie gesagt, also irgendwann habe ich den Namen auch gehört. Habe es jetzt natürlich völlig falsch eingeordnet, aber okay. Ich dachte gerade, es gibt 5 Gasunternehmen, aber das ist Glas. Und nur 2 Gas.
Fischerei, ah, das sind die, die den Walfang machen wahrscheinlich hier. Nippon, Susan, Kaija. Die haben leider keinen Wiki. Aber ja, so oft meinst du, warum wohl, ey? Ey, lass uns mal in Ruhe Delfine schlachten, ne? Ist doch gar nicht so alt, 16 Jahre erst. 17. Lachs, Thunfisch. Oh, Klimt. Stimmt, Aquakulturen, ah, das ist ja wieder mein Thema eigentlich. Wenn die sich aus dem Walfang raushalten, finde ich es gar nicht so unspannend. Wo ich natürlich heftigst investiert in Marine Harvest bin, also. Läuft nicht so bei denen hier. Also für die beste Aktie in Japan qualifiziert das meiner Meinung nach nicht. Das ist nicht so der Banger. Nee. Vielleicht Gas oder Glas. Oder Grafit. Naja, ich meine, so klar, Versorger sind ja nicht uninteressant, aber da weiß ich nicht, sowas fände ich, Florian Homm hat es neulich irgendwo gesagt, wo er irgendwie meinte, hier so von wegen, so als kleiner Tipp, so irgendein Wasserversorger in Asien, wo er halt meinte, ne, dass da, wo die Wirtschaft wächst, es wächst natürlich sowas dann natürlich auch immer mit. Also ja. Fand ich gar nicht so blöd, die Idee, ne? Also wenn man jetzt so Richtung Indien schaut oder was auch immer, keine Ahnung, Bangladesch, also was wirklich, wo noch viel Entwicklungspotenzial ist, dass man da sich dann eben so eine Versorger irgendwo reinpackt, finde ich eigentlich gar keine gute Idee. Nur Unilever. Habe ich auch jetzt seit ein paar Wochen, ne? Also Unilever ist gerade, was Emerging Markets angeht und von den etablierten großen Versorgern schon sehr gut aufgestellt. Also sind gerade im indischen, asiatischen Bereich schon fast Führer. Ja. Also das ist echt Potenzial ohne Ende. Die haben auch schon angefangen zu performen, seit ich mir die reingelegt habe. Das ist echt noch nicht lang her. Ja, aber nee, ich meine ja wirklich so Strom, Wasser, okay. Stromversorgung. Meine ich mit Infrastruktur und sowas, ja. Du bist ja, ihr seid ja eigentlich Unilever ist ja Konsumgüter für mich. Ja. Darunter zählen. Ja, aber guck mal, Thomas, da ist doch hier ein guter Dena. Das ist ein fancy Logo. Das hört sich Mobile Gaming, das ist doch hier unser Ding. Das gucke ich mir mal näher an. Was geht bei Dena? Mein Licht ist ausgegangen. Ja, die Lichter, kann sein, dass die Lampe überhitzt ist oder der Akku leer ist, also je nachdem, wie du das Ding betreibst. Free-to-Play-Spiele, E-Commerce. Jetzt wieder. Okay. Nintendo hat Kohle drin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Goldman Sachs hat Kohle drin. Ja. Und wenn die Master so Trust Bank of Japan drin ist, dann wow. Ja, da hat dann so Nintendo einfach mal so 10%, ne? Ist schon witzig immer. Ja. Ja, gut, das ist, Nintendo hat bisher ja auch noch Schwierigkeiten, im Mobile-Markt irgendwie Fuß zu fassen, ne? Dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, da so ein bisschen erstmal mit zu profitieren und so ein bisschen auch sich ein Anrecht auf Insider-Wissen zu erkaufen. Also, das finde ich ziemlich interessant. Ehrlich gesagt. Wie sieht denn da der Kurs jetzt aus? Jetzt mal so als kleine Position für das Aktienportfolio. Ich meine, du kannst natürlich auch klassisch gehen und direkt Nintendo kaufen, wenn du ein bisschen immer sicher gehen willst. Mhm. Wobei, Nintendo ist doch auch so ein Ding, was schon echt krass gelaufen ist, ne? Aber es führt auch noch weiter. Nintendo ist Gelddruckmaschine. Guck dir jetzt allein diesen ganzen Pokémon-Hype wieder an, mit den Trading-Card-Games. Ich habe gerade heute noch mit meiner Freundin drüber geredet. Das ist ja Game Freak. Das ist ja immer so der Glaube auch, ne? Also auch mit Pokémon Go und so. Pokémon gehört Game Freak. Also die Marke, ja. Hast du recht. Dementsprechend verdient Nintendo da gar nicht so viel dran. Die Lizenzen, ja. Kann man denn von denen auch Aktien kaufen? Das ist eine gute Frage. Oder wo gehören die dazu? Die gehören bestimmt irgendwo dazu. Nee. Nintendo. Dann ist es auch wieder bei Nintendo oder gehört den Nintendo. Hier steht Aktiengesellschaft. Ja, aber guck mal, wo die gelistet sind. Oder so. Wie findet man das raus? Mal über die Website gucken oder was?
Nintendo vertrieben werden. Aber Aktiengesellschaft heißt nicht unbedingt, dass sie auch handelbar sind. Ne? Aber nee, okay, aber guck mal, das ist nur der Entwickler. Also, wem gehört Pokémon dann am Ende? Ich dachte, die sind es, aber vielleicht sind sie. Ich meine, Nintendo hat wirklich die Lizenzen komplett. Ich meine, Niantic ist ja auch. Niantic hat ja Pokémon Go gemacht, ja. Aber Niantic hat ja auch nur Lizenzen. Ja. So, Thomas, jetzt hol mal dein Japanisch raus, jetzt brauchen wir es. Ja, ich hoffe gerade, dass ich hier diese automatische Translation von Google nochmal prompten kann, aber es scheint nicht zu funktionieren. Was? Ja, ich lache, meine Freundin geistert hier rum und macht hier irgendwelche komischen Sachen. Sie waren nicht im Bild, glaube ich, von daher alles entspannt. Okay. Jetzt kriegt sie wieder zurück. Okay. Wo ist denn hier die Autoübersetzung von fucking Google? Wie läuft denn das? Kannst kein Japanisch, Thomas. Ich habe gedacht, hier mal ein bisschen skilled. Shōnshi. Was nee, da steht, das heißt Chinesisch. Change the world again and again. Change the world again and again. Microsoft. Hey Gerald, ich grüß dich. Gute Gerald. Und Marie. Nee, und also Sabine, keine Ahnung. Ja gut, also aber ja, also ich meine klar, Nintendo und auch natürlich ein Sony sind natürlich nicht uninteressant, definitiv. Ja. Keine Frage. Also allgemein, also wenn ich glaube ich jetzt Japan nehme, würde ich echt mal gucken, was softwaremäßig da geht bei denen. Maschinen kenne ich mich zu wenig aus. Sag mir auch, ich roll mal zu Software, ja? Die müssen doch eigentlich... Das sind ja auch viele, ne? Wir haben ja hier 225 Dinger vor uns, also haben wir das schon... Das ist ziemlich viel, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das ist halt, ja, schon ziemlich Overload. Olympus? Nee. Auch Kameras, ne? Die machen so Vermessungselektronik, oder? Ja, so Objektive und so, glaube ich. Nee, dafür kennst du es, aber diese Kamerahersteller, das hat ein Kumpel von mir, hat mir das neulich mal erklärt, der auch mal für Leica gearbeitet hat, dass diese Kamerahersteller, auch so Canon und sowas, an ihren Kameras eigentlich nichts verdienen. Das richtige Geld machen die, indem die halt so Auftragsarbeiten für Regierungen, fürs Militär oder für große Unternehmen machen und denen halt so Präzisionsmessgeräte herstellen und sowas. Okay. Weißt du? Ja, schon Richtung. Prototypen, womit sie dann irgendwie. Militär. Ja, oder zum Beispiel, stell dir mal vor, das Hubble Space Teleskop. Ja, zum Beispiel. Stell dir vor, du musst dafür irgendwie Optik und Sensorik und so einen Scheiß herstellen. Das bringt halt richtig cool. Nur Carl Zeiss Jena, ne? Guck dir jedes Scharfschützengewehr der Bundeswehr an, da ist ja, genau. Zeiss Optik. Ja. That's the point. Aber da haben sie hier auch echt eine Menge, ne? Nikon, Konica, Minolta, kennt man ja auch alles. Olympus, also, was ist denn? Fotoapparat angeht, sind sie in Japan wirklich scheiß hinterher, ne? Naja, klar. Hier, ich hab schon mal gedacht, die Chinesen sind immer die, die so viele Fotos machen. Zerstörungsfreie naja, Inspektion die von nach. Motoren. Also die Japaner, die waren zuerst da. Endoskope. Endoskope, okay. Videoskope, Fiberskope, Boroskope. Ah. Videos, wahrscheinlich Medizinbereich, ja? Nee, das scheint mehr so hier für die zerstörungsfreie Inspektion von Motoren, Turbinen, Anlagen. Ah ja, okay, hab ich gerade nicht gesehen, ja. Ja, das ist halt, damit du überall in deine Pipelines und in deine, keine Ahnung, Flugzeugmotorräume oder in Schiffsturbinen oder was weiß ich, kannst du deine Kameraendoskope einführen. Ist das jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft gedacht, ist das ein dickes Ding? Nee, ne? Also, nee. Ich. Also, in so einen Elektromotor brauchst du, glaube ich, sowas nicht mehr reinschieben. Nee. Aber andererseits Mikroskope und so brauchst du natürlich auch irgendwie immer. Sieht schon spannend aus hier. Ist ja. Vielleicht durch Corona, dass das irgendwas mit Corona. Seit Corona geht Japan einfach ab. Ja, das stimmt. Warum auch immer. Also vielleicht, weil, na gut, jetzt ist scheißegal, jetzt schüttet die ganze Welt irgendwie, alle Regierungen der Welt schütten jetzt Geld aus ohne Ende. Können wir auch wieder in Japan investieren.
Aber das ist es halt, Felix. Guck dir doch mal die ganzen anderen Asset-Klassen an. Sei es jetzt Bitcoin, sei es Pokémon-Trading-Card-Dinger, die jetzt auf einmal exorbitante Preise. Also Geld ist gerade wirklich... Money is real cheap right now. Es geht gar nicht mehr anders. Ja, ich würde welches nehmen, auf jeden Fall. Ich auch. Kontonummer einblenden. Kann ich gerne machen. Konica Minolta. Irgendwie hat sich Olaf Scholz noch nicht bei mir gemeldet. Hier, vielleicht ist es auch der einzige Name in diesem Bereich, den wir noch nie gehört haben. Vielleicht ist das der Hidden Champion. Kerum. Was machen die denn? Steht nichts. Einer der Firmengründe war der Bakteriologe Kitasato. Robert Koch? Behring. Robert Koch Institut und Charité und so, wenn ich mich nicht irre. Richtig, habt ihr diese Charité-Serie gesehen? Nee. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Kann sein, dass Robert Koch darin vorkommt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der einen japanischen Assistenten hatte, der extra zu ihm kam, weil damals war eben die Charité weltweit bekannt, sage ich mal, für die Medizinforschung und vielleicht war das genau der Dude. Und der ist dann zurückgegangen und hat diese Firma gegründet. Mhm. Who knows? 2021, wilde Gerüchte wieder. Also Leute, die Terumo-Aktie, ne? Nee, okay, nee, das Gründungsdatum ist dann zu früh eigentlich. Für die Story. Wieso? Passt doch, Robert Koch. Obwohl, könnte sein, richtig, stimmt. Die erste Staffel ist ja so zur Kaiserzeit. Ja. Kitasato Shibasaburo, warte. Kitasato Shibasaburo Charité. Sollte sich herausfinden lassen. Guck mal, sieht bei nicht so aus. Robert Koch halt. Ein schwieriger Retter, Ärztezeitung. Guck mal da, Kisaburo, Tochter der Mann. Da steht er doch, da unten. Verwaltungsdirektor bei der Charité. Tatsache. Naja. Abgefahren. Ja, Behring ist auch. Ja, guckt euch diese Serie mal an. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, die Annabelle hat sie sich schon reingezogen. Ich habe leider den Einstieg verpasst. Ja gut, das Problem kenne ich. Netflix oder Amazon? ARD. ARD, ach Gott, da gibt es auch noch. Ja, ich weiß, du bist eher bei deinem TV Now, da wissen wir jetzt schon. Ja, wird jetzt zu RTL Plus, mein Freund. Wobei dir so das Bildungsniveau hängt. Es kann aber sogar sein, auch dass es die bei Netflix vielleicht sogar gibt oder so, ich weiß es nicht genau, müssen wir mal gucken. Aber zu meiner Ratte muss ich noch sagen, ich bezahle diesen Account nicht. Fuck, ich hab den Micha nicht auf meinen Namen. Da ich keine RTL-Aktien habe, bin ich da völlig fein mit. Ne? Tabak hier, Japan Tobacco, das ist Zukunft. Ja, finde ich auch. Also Tabak. Textilien. Aber Thomas, wo ist denn unsere geliebte Shimano? Ist die überhaupt dabei? Ich habe es noch nicht gesehen. Shimano taucht die nicht auf. Die nicht im Nikkei. Ist nicht groß genug für den Nikkei 225. Das ist, nicht besorgniserregend, aber. Das ist aber krass, das hätte ich gedacht. Auch, ja. Ich hätte auch gedacht, dass wir die irgendwo hier nochmal finden. Das Logo ist ja der Knaller. Mitsuyu Fudosan. Guck dir dieses Logo mal an. Über Mitsubishi Estate. Das ist doch mal der Knaller. What the fuck? Das hat halt ein Praktikant designt, ja, und seitdem habe ich gedacht, das war ein Vorschulkind. Das ist halt jetzt einfach ihr Logo. Wir können es nicht ändern. You must not interfere with the tradition. 1941. Geil. Soll wahrscheinlich ein Haus sein, nehme ich mal an. Ein Haus am See. Das ist auch so geil. Ja. Guck dir das mal an. Hier steht halt nichts in diesem Wiki. Ne? Hier steht einfach nur, ist ein japanisches Unternehmen mit Sitz in Tokio. Guck mal, die Unternehmensgeschichte geht zurück bis 1673. Fertig. 1673, das ist mal Tradition, ja. Das sind quasi japanischen Rockefellers. Ja. Die Rockefellers. Ich muss da mal reingucken.
Was zur Hölle? Das ist wieder so eine japanische Seite, hier geht mir gar nichts, aber hier Auto-Translate, nice. Ui. Och, ey. Du kannst sogar Sprache auswählen. Wo? Was? Oh, okay. Englisch. Na, wenigstens. Ah, dann lädt er auch die Bilder. Schön. Was machen die jetzt? Immobilien. Ah. Offensichtlich auch Life Science. Okay. Ja, die Insel ist halt voll. Irgendwann musst du ja was überlegen. So, jetzt haben wir genug Immobilien. Mehr geht nicht. Jetzt machen wir noch Gesundheit. Also, ich muss sagen, der Nikkei fuckt mich ein bisschen ab irgendwie.